Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder zu einem Video und zwar zu einem kleinen Haul. Ich war heute bzw. gestern im Teddy, aber nicht bei unserem Teddy, sondern im anderen Teddy, weil ich da schauen wollte, ob es da irgendwas gibt, was es in unserem Teddy nicht gibt. Ich habe leider nichts Bestimmtes gefunden. Blöcke gab es keine und also diese Kraftblöcke da oder diese schwarzen Blöcke, die es auch dort geben soll. Naja, ja, auf jeden Fall war ich dann da noch in dem Euroshop, auch in einem anderen Euroshop als wie bei uns. Das lag da auf dem Weg und da habe ich gedacht, okay, gut, geht man da auch mal rein. Da habe ich mir, das muss ich euch kurz zeigen, weil ich da schon Sachen reingeräumt habe. Einen Moment. Aufbewahrungsboxen mitgenommen. Von denen hier habe ich mir 3 Stück mitgenommen. Die kosten jeweils 1 Euro. Jetzt werden viele sagen, ja, die, wo ein Action haben, ist günstiger. Oh Gott, schwer. Wie heißt sagt man? Schwere Sprache. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die 6 kleine Fächer und ein großes Fach. Und dadurch, dass ich jetzt auch hier ein bisschen umgeräumt habe, ein bisschen ausmiste momentan. Auch viel für Tauschpäckchen, wenn ich wieder welche mache, halt wegpacke oder mal so verschenke oder wie auch immer. Habe ich jetzt auch meine Schubkästen aussortiert. Da habe ich jetzt nur noch 2 statt 4. Eins kriegt eine liebe Freundin von mir und das andere werde ich erstmal behalten. Vielleicht irgendwann brauche ich es mal wieder, keine Ahnung. Da ich ja meine Perlen auch reduziert habe und dann nur noch meine Acrylsachen dran habe, seht ihr dann aber alles auch in meiner Roomtour, die ich Anfang Oktober, denke ich mal, drehen werde. Oder vielleicht auch schon früher. Ich weiß es noch nicht so, wie die Zeit erlaubt. Auf jeden Fall habe ich mir hier von 3 so Boxen mitgenommen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel meine Birds reingemacht, Büroklammern, diese Teile hier, wo ich auch hier an meinem Herz dran habe, wo ich von der lieben Annemarie bekommen habe, weil wenn ich das hier auf meinem Tisch stehen habe, dann habe ich die immer so zum Greifen da. Finde ich sehr praktisch. Ja, auf jeden Fall von denen. 3 Stück, jeweils 1 Euro. Die haben hier auch so einen Henkel, den man hier auch befestigen kann. Dann habe ich mir dann habe ich mir 6 von diesen Dosen mitgenommen, weil die im Euroshop haben momentan eine Aktion. Kaufe 6, zahle 5. Und ja, die sind so. Die haben so viel. 10 kleine Fächer und ein großes, also 11 Fächer. Was ich auch recht schön finde, da habe ich jetzt so meine Blümchen drin. Was habe ich denn in den anderen reingemacht? Ich hole mal 3 Stück. 3 Stück habe ich befüllt, 3 noch nicht. Ah, da habe ich so meine Acryl. Nicht Acryl. Meine Charmanhänger hingemacht. So diese Verbinder, wo ich alles habe. Die hatte ich auch in diesen Teddyboxen. Mir ist es so unhandlich und so habe ich es halt immer schneller griffbereit. Und hier habe ich auch diese Zwischenteile drin. Kann ich euch nochmal kurz zeigen. Und da habe ich sogar noch einfach frei. Und wie gesagt, 3 Stück habe ich davon noch. Mal gucken, was ich dann noch reinrolle. Was habe ich im Euroladen noch mitgenommen? Jetzt muss ich mal schauen. Euroladen habe ich noch, nee, das ist Teddy. Im Euroladen habe ich mir noch diese Nagelsticker mitgenommen für meine kleinen, sag's mir, für meine kleinen Anhänger. Dann hat meine Mutter sich Gummiband mitgenommen. Das ist auch schon ein Unterschied. Hier kosten 10 Meter 1 Euro und 3 Meter kosten im Teddy 75 Cent.
Dann habe ich mir zwei Stück von diesen Lidinger mitgenommen. Die leuchten in Rot. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. Und werdet ihr auch gleich sehen, für was ich die wollte. Aber da steht gar keine. Ah doch, hier. Lichterkette in Rot. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Also die quasi zweimal. Ich glaube, das war's auch schon, weil das andere ist alles Teddy. Ja, das war's auch. Okay, dann habe ich mir drei dieser Glaskugeln mitgenommen. Dafür sind auch diese Lichterketten. Ich möchte da Weihnachtsschmuck mitmachen. Weiß jemand, wo man günstig kleine Styroporkugeln kriegt? Wenn das jemand weiß, dann kann er mir Bescheid sagen, weil früher gab es das im Kick oder auch im Teddy, aber die haben das nicht. Entweder kriegen die das noch oder haben es nicht, aber das sind nicht, soll nicht große Styroporkugeln sein, sondern ganz kleine. Dafür habe ich eigentlich, also die Lichterketten habe ich hier die mitgenommen. 1 Euro, vollkommen okay. Ich habe noch von letztem Jahr. Dann gab es einen Kleberoller, auch 1 Euro. Dann habe ich mir diese Holzöhrchen mitgenommen. Ich habe so viel Holzteile. Ich habe hier einmal noch diese Schmetterlinge vom Action als Holzdeko. Ich kriege es jetzt nicht raus, weil ich habe das umgestellt. Und dann fällt das alles um. Auf jeden Fall habe ich hier die Eulen mitgenommen. 1,50. Wollte ich was Herbstliches basteln, weil ich habe noch diese Filzteile und ich dachte, das passt gut zusammen. Ja. Dann habe ich dreimal diese Sticker mitgenommen, diese Glitzersteinchen. Steinchen, Sticker. Einmal für mich und für zwei Stück, also jeweils für zwei Freundinnen von mir. Dann habe ich mir diese Filzteilchen nochmal mitgenommen. Kosten auch hier was 1 Euro. Ich finde diese Farbe halt am schönsten. Und musste gerade den Stecker ziehen vom Laptop. Dann habe ich, wie gesagt, mir nochmal diese mitgenommen, weil die brauche ich echt viel. Vor allem zum Album basteln sind die sehr super geeignet, wenn man es kleben soll. Wenn man Flüssigkleber benutzt hat, dann klemmt man das einfach so dazwischen. Da bin ich echt zufrieden mit den Dingern. Dann habe ich mir diese Blümchen mitgenommen, weil ich die so schön fand und ich nicht wusste, ob ich die schon habe. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich habe so viel an so Acrylteilen und benutze sie nicht. Aber ich kaufe sie mir. Was man nicht hat, das hat man. Dann habe ich mir Halloween Nagelsticker gekauft für 1 Euro. Jetzt sind sogar zweimal die gleichen, oder? Ja, naja, egal. Und einmal diesen hier. Und dann zweimal diese hier. Da geht eins auch an meine liebe Freundin. Und dreimal darf raten, wer. Vielleicht sieht sie es ja schon im Video. Und ja. Dann habe ich hier so Druckknöpfe geholt. Die möchte ich testen für Papier, ob sie für Papier funktioniert. 1,75, wie viel sind denn da Stück drin? 100 Stück. Also 25 Paar kann man da machen. Ja. Und dann habe ich hier noch so Shining Puder bekommen. Einmal in Purple und in Pink. Da möchte ich schauen, ob ich die in Racine gießen kann. Werde ich auch ein Video zu machen und es dann euch zeigen. Ja, das war mein kleiner Einkauf. Kleines, klein, aber fein. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!